Cristiano Ronaldo und Bruno Fernandes haben sich wieder gesehen bei der Nationalmannschaft. Und das Treffen, ja, wie soll ich sagen, das Aufeinandertreffen der beiden zum ersten Mal nach diesem Interview, ja, es war ziemlich eiskalt. Ja, das ist wahrscheinlich nur eine nette Umschreibung. Als die beiden sich sahen, ist erstmal der gute Bruno Fernandes schon ihm vorbeigelaufen, als würde ihn gar nicht sehen. Ich habe Ronaldo dann irgendwas gesagt, dann dreht er sich um, dann gibt er ihm zwar auch die Hand, berührt ihn kurz so, aber so der Blick sagt schon viel von Ronaldo, so nach dem Motto, hey, ich bin hier, Bruno, komm. So, tu doch nicht so, als ob du mich nicht kennst. Und da sieht man schon, dass wahrscheinlich viele Spieler überrumpelt waren von der Aktion. Und ich bin mir auch sicher, dass Bruno Fernandes das nicht so toll fand. Ich meine, er ist der neue Kapitän. Ich glaube schon, dass Bruno Fernandes sehr zu Erik ten Hag hält. Ja, er ist der Kapitän da, ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich glaube, er liebt auch den Club. Ich glaube, Ronaldo liebt auch den Club. So ist es nicht. Ich glaube, Ronaldo liebt auch Manchester United. Aber ich glaube, dass Bruno Fernandes wahrscheinlich diese Aktion von Ronaldo nicht so toll fand. Egal, sie müssen sich jetzt zusammenreißen für diese Weltmeisterschaft, die letzte von Cristiano Ronaldo. Und da ändert sich natürlich alles, denn da ist Ronaldo der Kapitän und nicht Bruno Fernandes. Und deswegen wird es noch spannend zu sehen sein, weil ihre Chemie auf dem Platz wird wichtig sein, um diese WM, wenn sie da wirklich ernsthafte Ansprüche auf den Sieg haben wollen, dann wird es wichtig sein, dass die beiden sich gut verstehen. Also ich bin gespannt. Ich denke, sie werden es bestimmt aus der Welt schaffen können, wenn sie ein bisschen darüber reden und vielleicht auch Bruno Fernandes noch ein bisschen mehr die Beweggründe von Ronaldo versteht. Ich meine, die beiden sind ja eigentlich befreundet. Ja? Also die beiden sind Freunde, ist privat, auch ich glaube auf der Geburtstagsfeier von Ronaldo war auch Bruno Fernandes eingeladen und so. Also die beiden mögen sich ja eigentlich. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob die beiden diese eisige Situation verarbeiten können. Ich glaube, mit Diogo Dalot wird das ganz anders sein. Ich glaube, der ist ja eher näher an Ronaldo, der wird ihm nicht so böse sein. Die beiden sind sehr, sehr gut miteinander. Dalot sagt ja auch, dass Ronaldo sein bester Kumpel im Fußballbereich ist. Also ich glaube, er persönlich ist ihm da nicht so böse. Bruno Fernandes schien schon ein bisschen kühl. Ja, also kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Oder, was sagt ihr? Wie sollte Bruno Fernandes sich verhalten? Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.